Ja, hallo meine Lieben, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ich bin mal schnell für euch hier nach Jerusalem geflogen und setze mich mal mit Nikodemus und Jesus nochmal da zusammen kurz. Wir haben das ja auch beim letzten Mal schon behandelt. Ich muss da ein bisschen laufen, mal gucken. Ich glaube, da steht da irgendwo ein Schreibtisch. Da setze ich mich jetzt mal schnell dran und dann gucken wir uns nochmal Johannes 3 an. Ja? Bis gleich. Hallo, jetzt bin ich in der Altstadt von Jerusalem angekommen. So sieht es hier aus, ja. Altstadt von Jerusalem, muss man sich vorstellen. Und wir schauen mal in die Bibel ein bisschen rein, gucken mal nach dem Begriff Wiedergeburt. Den gibt es nicht so oft in der Bibel. Ich glaube, da gibt es nur 5 Stellen von, die schauen wir uns mal an. Jesus hat ja davon gesprochen, eigentlich zum ersten Mal, zumindest in Johannes 3 ist das mal verbrieft. Er hat einmal vorher schon davon gesprochen. In Matthäus 19, die Stelle schauen wir uns gleich auch nochmal an. Im Prinzip spricht er ja von 2 Dingen, ja, von Golgatha und von der Wiedergeburt. Beides ist heilsnotwendig, beides braucht der Mensch, um gerettet zu werden, um in den Himmel zu kommen, wenn man so ganz verkürzt sagen will. Ohne Golgatha gibt es keine Sündenvergebung, aber ohne persönlichen Glauben gibt es auch keine Sündenvergebung. Ja? Also es ist einmal das objektive Heil. Was auf Golgatha passiert ist, das ist ein für alle Mal passiert, das kann auch niemand mehr rückgängig machen. Das ist Fakt. Ob die Welt daran glaubt oder nicht, spielt gar keine Rolle. Ob wir daran glauben oder nicht, spielt keine Rolle. Das ist geschehen und deswegen ist unser Glaube auch kein Gefühl, sondern ein Glaube an eine Tatsache. Das ist wahr. Und warum sollen wir keine Tatsachen glauben? Ja? Golgatha ist geschehen. Das schenkt auch ein gutes Gefühl, schenkt auch Freude, schenkt auch Frieden, schenkt Gewissheit, keine Frage. Aber der Kern dessen, was wir glauben, beruht auf dem Wort und das Wort ist wahr und berichtet von Tatsachen. Golgatha ist Tatsache. Schöne, wichtige Sache auch für uns. Ja. Alles, was wir so behandelt haben bisher in Bezug auf die Wiedergeburt, ist ja relativ schnell, wenn man ins Alte Testament geht, auch relativ schnell prophetischer Natur. Prophetie, Endzeit, ja, man kommt da erstaunlich schnell hin. Und die Themen behandeln wir immer wieder auch und beschäftigen mich auch und interessieren mich auch sehr. Und trotzdem bin ich froh, dass all diese Dinge nicht irgendwelche prophetischen Spezialerkenntnisse sind, sondern dass das Sachen sind, die sich eigentlich zu den Füßen Jesu abspielen. Also wenn man Jesus zuhört, gut zuhört, dem Meister zuhört und ihm glaubt, dann kommt man zu solchen schönen Themen, ja, die sich auch mit der Zukunft, mit der Wiederkunft Jesu Christi, mit dem Advent Christi, ja, mit der Ankunft Christi beschäftigen. Also da haben wir uns jetzt da die letzten 2 Abende schon mit beschäftigt und heute wollte ich euch eigentlich gerne die Bibelstellen im Neuen Testament zeigen, die so auf den ersten Blick mal relativ offen von der Wiedergeburt sprechen. Wir haben ja auch schon einige angeschaut, die eigentlich ein bisschen verborgen sind, indem, wenn man das Neue Testament liest, zum Beispiel dann auch die Stelle, wo Jesus im Obersaal davon spricht, dass eine Frau, wenn sie gebiert, Angst hat, aber wenn das Kind zur Welt gekommen ist, dann freut sie sich. Ja, das ist eine verborgene Stelle für die Wiedergeburt. Da hat auch niemand bisher so richtig drüber mal gepredigt, weil das so ein Thema ist, was man nur so schwer einschätzen kann. Ja? Jesus spricht auch in den Endzeitreden von Wehen. Also immer wieder hat man davon Geburt und Geburtswehen, hat das mit den Themen zu tun. Man findet das immer wieder in der Bibel, auch in verborgeneren Stellen. Aber diese offenen Stellen, sage ich mal, die relativ schnell dann auf die Wiedergeburt auch hinweisen, die findet man eigentlich nur an 5 Orten. Also einmal hier in Johannes 3, wo Jesus sagt, es sei denn, dass jemand von neuem geboren werde, so kann er das Reich Gottes nicht sehen. Und Vers 5 auch nochmal, Jesus antwortete, wahrlich, ich sage dir, es sei denn, dass jemand geboren werde aus Wasser und Geist, so kann er nicht in das Reich Gottes kommen. Und er wirft das Nikodemus ja auch vor, dass er das nicht weiß. Ja, wir wissen das heute alle, in Anführungsstrichen, aber auch nur, meiner Meinung nach, vielfach auch nur oberflächlich. Eine Bibelstelle ist ganz interessant und zwar im ersten Petrusbrief. Petrus spricht direkt zweimal von der Wiedergeburt.
der schreibt in 1. Petrus 1, Vers 3, gelobt sei Gott und der Vater unseres Herrn Jesu Christi, der uns nach seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten. Also unsere Hoffnung ist keine tote Hoffnung, sondern eine lebendige Hoffnung. Es ist auch keine Buchstabenhoffnung, die sich im Gesetz irgendwo ableiten würde, sondern diese Hoffnung, die wir haben, ist lebendig, weil Jesus lebendig ist. Er war tot und siehe, er lebt. Ja, er ist auferstanden und er lebt und er kommt. Das ist die alte Botschaft aus diesem alten Buch, die immer noch aktuell ist und hochmodern ist. Ja? Also Gott hat uns wiedergeboren nach seiner großen Barmherzigkeit. Nicht zu irgendetwas, sondern zu einer lebendigen Hoffnung, die wir haben dürfen. Auch in so Zeiten wie jetzt, ja, wo wir uns ja so nicht sehen können, nicht dürfen, ja, haben wir Hoffnung, weil wir wissen, dass Gott kommt. Meiner Meinung nach ist das, was wir zurzeit beobachten in der Welt, groß. Das ist etwas sehr, sehr Großes. Das ist wahrscheinlich größer als die bisherigen Weltkriege. Und wenn die Menschheit so weit ist, dann glaube ich, dann kommt Gott auch wieder, dann kommt Christus bald wieder. Das haben die Menschen durch alle Zeiten durchgesagt. Auch Paulus hat das schon gesagt. Alle hatten eine Naherwartung. Ich habe die auch, ja, und jeder darf die auch haben, weil wir uns ja freuen darauf, dass unser Herr Jesus Christus wiederkommt. Und ich muss ehrlich sagen, ich freue mich auf den Tag, wo ich Jesus sehen werde. Ja? Ich möchte diesen Mann Jesus sehen. Ich möchte diesen Gott Jesus sehen. Ich möchte sehen, wie der ist. Wie geht der? Wie denkt der? Wie lacht der? Wie redet der? Wie ist sein Wesen? Wie ist seine Art? Ich bin da gespannt drauf. Ich freue mich drauf, Jesus zu sehen. Ja? Damit ich wach werde, wie sagt der Psalmist, dass ich mich freue, wenn ich wach werde an deinem Bilde. Ja? Er freut sich an dem Bild, wenn er wach wird, wenn er entschlafen war und von diesem Todesschlaf aufwacht und satt wird am Bild Jesu Christi. Da freue ich mich drauf. Ja? Jesus war zu Lebzeiten schon ein König, ein Held, ein Kämpfer, ein wirklicher König der Welt. Ja? Und wie wird er sein, wenn er auferstanden ist? Wie werden wir ihn erleben, wenn wir auferstanden sind? Also das, wo ich mich wirklich sehr darauf freue, den zu sehen, den meine Seele liebt, den zu sehen, an den ich so lange geglaubt habe schon, den zu sehen, von dem ich so viel gelesen habe und gehört habe und ihn dann in Person zu sehen, ja. Wir werden ihn sehen, wie er ist, sagt Johannes im 1. Johannesbrief. Okay, Gott hat uns wiedergeboren nach seiner großen Barmherzigkeit. Ja, hat er uns hineingenommen in dieses Schattenkabinett, was Jesus Christus in seinem Reich haben will. Wir dürfen dazugehören, nicht nur zu einer irdischen in einer irdischen Zugehörigkeit zu Israel, sondern in einer geistlichen Zugehörigkeit zu Gott selbst, weil Gott in uns Wohnung genommen hat, weil er uns von Neuem geboren hat, weil wir eine neue Natur geschenkt bekommen haben, die nach dem Bilde Gottes ist, die perfekt ist, die keine Verbesserung mehr braucht, keine Perfektion, sondern die perfekt ist, weil sie in Christus durch Gott, durch Gottes Geist gezeugt ist und in Christus ist. Ja? Das ist die große, große, große Hoffnung, die wir haben. Petrus sagt dann weiter in Kapitel 1, Vers 22, und macht keusch eure Seelen im Gehorsam der Wahrheit. Ja, das ist wahr, das Evangelium ist wahr. Golgatha ist geschehen. Im Gehorsam der Wahrheit durch den Geist zu ungefärbter Bruderliebe und habt euch untereinander inbrünstig lieb aus reinem Herzen. Ich begrüße normalerweise nicht Leute mit ihr Lieben. Das ist nicht so meine Gewohnheit. Aber bei euch tue ich das gerne. Ja. Als die da wiedergeboren sind, nicht aus vergänglichem, sondern aus unvergänglichem Samen, nämlich aus dem lebendigen Wort Gottes, das da ewig bleibt. Wir sind wiedergeboren aus dem Wort Gottes. Das Wort Gottes hat uns getroffen. Das Wort Gottes hat uns Licht geschenkt. Das hat uns gezeigt, dass wir Sünder sind, dass wir Gott fern sind, dass wir Jesus Christus brauchen. Das hat das Wort uns gezeigt. Und aus diesem Wort sind wir geboren. Das Wort wohnt in uns. Wir glauben an das Wort Gottes, das Fleisch geworden ist. Wir reden über das Wort Gottes. Ja? Das sind alles Sachen, die wir in der Bibel sehen und worüber wir uns sehr, sehr freuen dürfen. Ich mache mal schnell hier die Jalousie hoch, weil es so dunkel ist. Sekunde.
So, jetzt kommt wieder ein bisschen mehr Licht rein. Ja? Also wir freuen uns über dieses Wort und dieses Wort lebt in uns, das wirkt in uns. Wir essen dieses Wort, wir ernähren uns von diesem Wort. Der geistliche Mensch braucht diese Ernährung. Und das ist das Wort Gottes, das er uns gegeben hat im Alten und im Neuen Testament. Ja? Und so wie in der Bundeslade auch Gottes Wort drin gewesen ist, so sind wir auch ein Teil der Bundeslade. Wir sind dieser hölzerne Korpus, der nur vergoldet ist. Ja? Wir sind wie die Bundeslade überkleidet worden mit Gold. Von Natur aus sind wir nur Holz, aber Gottes Gerechtigkeit in Christus, das ist Gold. Und der Korpus der Bundeslade, der war überkleidet und verkleidet mit Gold. Ja? Der war zwar nur hölzern innen, aber verkleidet mit Gold. Aber der Deckel der Bundeslade, der war aus purem Gold. Das war reines Gold, das war nicht gegossen, das war getrieben, mit Hammerschlägen getrieben und geformt zu zwei Engeln, zu zwei Cherubim, die die Bundeslade beschirmt haben. Und dieser goldene Deckel aus purem Gold, massivem Gold, das ist ein Bild auf Jesus Christus. Christus und die Gemeinde zusammen bilden die Bundeslade. Und in der Bundeslade drin waren die 10 Gebote. Die 10 Gebote, ein Bild auf Gottes Wort. Aus diesem Wort sind wir gezeugt. Dieses Wort ist uns im Herzen, das ist in uns, dieses Wort, ja. Und in der Bundeslade war auch das Manna, auch ein Bild für geistliche Ernährung, ja, Ernährung von oben. Und der Stab Aarons, der geblüht hatte, ein Bild auf Jesus Christus, ja, und die Gemeinde, die blüht unter ihm. Also wir sind wiedergeboren aus dem, nicht aus vergänglichem, sondern aus unvergänglichem Samen. Aus dem Wort Gottes, was bleibt, das Wort Gottes, was ewig ist. Denn das, was wahr ist, bleibt ewig. Die Lüge, die vergeht, aber die Wahrheit bleibt. Aus diesem Wort Gottes sind wir wiedergeboren. Ja? Und er sagt auch, alles Fleisch ist wie Gras und die Herrlichkeit des Menschen wie des Grases Blume. Das Gras ist verdorrt, die Blume ist abgefallen, aber das Wort des Herrn bleibt in Ewigkeit. Das ist aber das Wort, welches unter euch verkündigt ist. Das ist das ewige Wort. Ja? Krise hin, Krise her, wir haben Zugang zum ewigen Wort Gottes und dürfen wiedergeboren sein zu einer lebendigen Hoffnung und sind zugenommen worden zu Jesus Christus. Das waren die Stellen aus Johannes 3, Vers 5, 1. Petrus 1, 2 Stellen. Dann habe ich euch mitgebracht eine Stelle aus Titus 3, Vers 5. Der Titus, der spricht vom Wasserbad, von einem Reinigungsbad, vom Wasserbad im Wort, Titus 3, Vers 5. Ich lese mal von Vers 4. Da aber erschien die Freundlichkeit und Leutseligkeit Gottes, unseres Heilandes, nicht um der Werke willen der Gerechtigkeit, die wir getan hatten, sondern nach seiner Barmherzigkeit machte er uns selig, hat er uns gerettet, machte er uns selig durch das Bad der Wiedergeburt und Erneuerung des Heiligen Geistes, welches er ausgegossen hat über uns reichlich durch Jesus Christus, unseren Heiland. Das ist ein Reinigungsbad. Die Wiedergeburt reinigt. Die reinigt den alten Menschen von dummen Gedanken, von sündlichen Lüsten, von irgendwelchen fleischlichen Egoismen. Wir werden gereinigt, Stück für Stück. Ja? Wir sind alle dann auf dem Weg. Niemand von uns ist perfekt. Ja? Wir sind nur Holz. Wir sind überkleidet mit Christi Gerechtigkeit. Aber dieses Wasserbad, dieses Reinigungsbad der Wiedergeburt, das macht uns sauber. Das ist kein jüdisches Reinigungsbad, ja, diese Mikwe, wo der Jude sich dann da reinigt und wäscht, bevor er zum Gebet geht, sondern das ist die Wiedergeburt, ist ein Reinigungsbad des Geistes, ja, wo Gottes Geist uns reinigt, und zwar nicht äußerlich, sondern innerlich. Und wo es innen sauber ist, da ist es auch außen sauber. Ja. Umgekehrt soll es nicht sein. Ja. Viele sind außen sauber, aber scheinen außen sauber, aber inwendig sind sie reißende Wölfe, sagt die Bibel mal. Ja. Also das ist Titus. Und dann habe ich euch noch mitgebracht Matthäus 19, 28. Das ist dann auch die letzte Stelle. Dann schließen wir auch ab. Da steht, ich lese auch da mal ab Vers 27. Da antwortete Petrus und sprach zu ihm, siehe, wir haben alles verlassen und sind dir nachgefolgt. Was wird uns dafür? Und dann antwortet Jesus, Jesus aber sprach zu ihnen, wahrlich, ich sage euch, ihr, die ihr mir seid nachgefolgt, werdet in der Wiedergeburt, da des Menschen Sohn wird sitzen auf dem Stuhl seiner Herrlichkeit, auch sitzen auf 12 Stühlen und richten die 12 Geschlechter Israels. Also da ist auch die Rede von Wiedergeburt,
Das ist dann die fünfte Stelle eigentlich, die wir haben, wo Jesus sagt, es gibt eine Stunde der Wiedergeburt, eine ganz bestimmte Stunde. Ich vermute, dass das zusammenhängt mit der Stadt Jerusalem, wenn die Stadt Jerusalem zum Glauben kommt. Dann wird Jesus Christus auch auf dem Stuhl der Herrlichkeit sitzen. Auf 12 Stühlen werden seine Apostel sitzen. Und die werden dann auch richten über dieses ganze Geschehen, was dann da abläuft in der Endzeit. Ja, das ist die letzte Stelle, eine geheimnisvolle Stelle. Ich finde es schön, dass Jesus zu Petrus nicht sagt, jetzt wart mal ab und fass dich mal in Geduld, sei mal ein bisschen geistlich geduldig und nicht so fleischlich voreilig. Jesus tut das nicht. Jesus gibt ihnen die allergrößten Verheißungen. Ja? Er sagt, ihr werdet auch auf 12 Stühlen oder auf 12 Thronen sitzen und die 12 Geschlechter Israels richten. Das ist schon was Besonderes. Ja? Das sind die höchsten Ehren und Weihen, die einem Menschen überhaupt zuteil werden können. Das sagt Jesus zu Petrus auf diese Frage, was wird uns? Viele haben ja für den Glauben auch vieles drangegeben, aufgegeben, in finanzieller Art, vielleicht auch in Luxus und in Vorteilen beruflich oder auch in persönlichen Dingen, in familiären Problemen, die sie reingekommen sind. Uns wird etwas werden. Wir werden etwas geschenkt bekommen. Wir werden belohnt werden, ja, mal ganz einfach ohne Einschränkung gesagt, wir werden belohnt werden aus Gottes Gnade, ja, das ist ja Gottes Gnade, wie er unser Leben führt, aber ich finde es so schön, dass der Petrus fragt, was wird uns dafür und dass Jesus da einfach antwortet und sagt, für euch ist das Höchste aufbewahrt, was ein Mensch überhaupt bekommen kann, ihr werdet mit dem Sohn Gottes, wenn er in seiner Herrlichkeit ist, auch sitzen auf 12 Stühlen, auf 12 Thronen und ihr werdet richten die 12 Geschlechter Israels. Also das ist schon das Gigantische. Das ist die Hoffnung, die wir haben. Ja? Da werden wir alle mit hineingenommen werden und dürfen uns freuen über diese Wiedergeburt. Das sind schon alle Stellen im Neuen Testament, wo jetzt die Wiedergeburt so wörtlich erwähnt wird. Das ist auch das, wo allgemein drüber gepredigt wird. Ihr habt jetzt einen tieferen Blick, ihr habt jetzt ein tieferes Verständnis. Ja? Ihr habt ein Verständnis aus dem Alten Testament. Wir sind ins Alte Testament gegangen und haben uns da ja auch Bibelstellen angeschaut in 2. Könige 19. Wenn ihr Lust und Zeit habt, heute Abend noch irgendwas zu lesen, wenn euch ein bisschen langweilig ist, lest mal 2. Könige Kapitel 18. Da kommt der assyrische Feldherr nach Jerusalem. Das ist diese Stelle, wo Hiskia dann sagt, das ist ein Tag der Not, des Scheltens und des Lästerns. Die Kinder sind gekommen an die Geburt und können nicht geboren werden. Ja, die haben wir beim letzten Mal angeschaut. Und dem geht voraus, dass der assyrische General vor der Stadt steht, und der ruft nach Jerusalem eine nervenzerfetzende Rede rein. Das ist hochintelligent, was der macht. Sehr klug. Aus jedem einzelnen Vers kann man da was lernen. Im Prinzip macht der Teufel das auch. Der sagt uns nämlich auch, ihr könnt nichts, ihr seid nichts, ihr habt nichts, Gott ist nicht bei euch, ihr seid allein in der Welt. Und kommt zurück in die Welt und lebt das Leben wieder mit mir, so wie ihr vorher gelebt habt. Dann geht es euch gut. Warum seid ihr so dumm und verlasst euch auf Hiskia? So sagt er da. Und der Teufel sagt, warum seid ihr so dumm und verlasst euch auf Jesus? Ihr seid Abtrünnige, kommt wieder zurück, dann werdet ihr in Frieden leben, dann geht es euch gut und ihr habt nicht mehr diesen Ärger und diesen Stress. Also eine nervenzerfetzende Rede für diese eingeschlossenen Menschen in Jerusalem, die übernächtigt waren, die Stadtmauer verbessert haben. Hiskia hat diesen Wasserbrunnen graben lassen, den man vor wenigen Jahrzehnten überhaupt erst wieder gefunden hat. Das ist alles wahr, was in der Bibel steht. Ja? Das ist Wahrheit. Also auch diesen Wassertunnel hat man gefunden, der in der Bibel auch beschrieben ist und der mit dieser Belagerung zusammenhängt. Und man kann sehr viel lernen aus dieser Rede. Ja? Und ich möchte auch gerne ein bisschen Mut machen, auch in der Zeit, in der wir jetzt sind. Der Herr kommt, Jesus kommt. Und wir wissen, dass bevor der Herr kommt, gibt es schwierige Zeiten. Ja? Da wird auch ein Antichrist kommen, da wird ein antichristlicher Geist kommen. Ich meine, der ist schon in der Welt. Johannes schreibt das auch. Ich meine, dass der sich im Moment auch stark macht und auch ausdehnt und ausweitet auf viele Menschen. Ja? Und in diesem ganzen Durcheinander, in diesem ganzen Chaos, was wir erleben, flüchten wir uns immer wieder in die Bibel, freuen uns über diese Zusagen, die Gott uns hier gibt in seinem Wort. Wir dürfen wiedergeboren sein durch Gottes Gnade in Christus. Wir werden gereinigt im Wasserbad des Wortes. Wir sind wiedergeboren zu einer lebendigen Hoffnung. Das sind alles Dinge, die uns die Ewigkeit schenkt. Ja? Und wir werden eines Tages durch Gottes Gnade mit Christus in der Herrlichkeit auf Thronen sitzen.
aus seiner Gnade und wir werden mit ihm herrschen 1000 Jahre. Das hat Gott so gesagt und das kommt. Warum? Weil das wahr ist. Ja? So weit mal in aller Kürze. Ich finde das schade, dass wir uns heute Abend nicht sehen können. Das ist aber okay, ist gut so. Ich glaube, dass das auch gut ist, wenn man da ein bisschen klug ist, ja, und die Dinge nicht überreizt. Ich habe gedacht, ich gebe euch ein paar Zeilen weiter aus der Bibel so zum Nachlesen. Die könnt ihr Stellen gerne in der Bibel nachschauen. Und wie gesagt, wenn ihr Zeit und Lust habt, dort Abend auf der Couch einfach mal 2. Könige 18 lesen. Vielleicht könnt ihr euch darüber gegenseitig auch befragen oder unterhalten. Das tut immer gut, sich mit Gottes Wort zu beschäftigen. Ja? Ich schließe hier. Ich wünsche euch alles Gute, Gottes Segen. Ich freue mich, wenn wir uns bald mal wieder sehen und verbleibe mit besten Wünschen und Segensgrüßen. Ja? Alles Gute und bis bald. Ciao, ihr Lieben.